Nein, ihr Lieben, ich dachte mir, es wird wieder Zeit, ein Update wieder zu machen, um euch einfach zu informieren, was gerade am Laufen ist bei mir, bei BrainWave3D, bei der Meditation Academy und Co. Und dazu habe ich eine kleine Checkliste vorbereitet, die ich ganz kurz durchgehe, um dich einfach auf den aktuellsten Stand zu halten. Also ich rede gar nicht zu viel um den heißen Brei herum, sondern ich fange einfach direkt an mit dem, was sich jetzt gerade tut und was bald kommt. Als erstes kommt am 28. Februar, also morgen, geht 3 und 4 in MDR. Für die, die es noch nicht wissen, geht 2 ist schon komplett neu gemacht worden, ist auch schon vor einer Woche, glaube ich, veröffentlicht worden in MDR, also komplett Neugestaltung. Gate 3 und Gate 4 wurde auch wirklich mal Zeit, wurden komplett gelöscht und komplett neu gemacht. Text, Hypnose, ich kann dann später gern darauf eingehen, was sich da neu getan hat bei diesen zwei Frequenzen. Sie wurden komplett umbenannt und also komplett anders gemacht. Viel professioneller und besser. Ja. Dann kommt eine Woche später, also am 7.3., Gate 5, Gate 6 und Gate 10. Die werden jedoch nicht vollständig neu gemacht, sondern die werden zusammengefügt zu einer Datei. Das waren ja vorher zwei Dateien, die man in der Playlist zusammenlegen konnte. Aber da ich jetzt in einem anderen Programm arbeite, kann ich das länger machen. Das heißt, es gibt dann nur noch eine Datei. Und aber die werden abgedatet, die 16-Bit auf 24-Bit plus die Technologie, die Frequenztechnologie wird auch abgedatet. Die wird danach noch viel stärker wirken. Jo, also auf MDR, ne? Es wird zwar nicht ganz so in 3D sein, weil ich nicht so viel Zeit habe, die ganze Musik neu zu machen, aber die ganzen Frequenzen sind eh schon relativ gut, weil die relativ neu sind. Und dann werden die eben einfach technologisch gesehen verbessert. Dann, das nächste, was kommt, ist auch am 28. Februar, also morgen, eine neue Version von der Morning-Night-Meditation. Die ist ab morgen online. Diejenigen, die schon gekauft haben, grundsätzlich gekauft haben, werden von mir einen Gutschein bekommen, wo sie für nur 10 Euro upgraden können auf die neueste Version. Die Gold- und Silber-Member kriegen das natürlich nach wie vor gratis. Für die, die es noch nicht wissen, ich habe das Silber-Membership entfernt aus dem Shop, weil es technisch ein bisschen kompliziert war, das Ganze. Es gibt nur noch Gold-Member. Chips, aber diejenigen, die noch im Silber-Member-Modus sind, sozusagen, das läuft dann im Hintergrund noch weiter. Man kann sozusagen nur die nicht mehr Silber nachkaufen. Ja. Dann diejenigen, die Morning Night in den letzten 30 Tagen gekauft haben, ab dem morgigen Tag, können sowieso einfach kostenlos das Ganze downloaden, die neue Version. Einfach einloggen im Shop, dann auf Downloads gehen und dort einfach downloaden. Das kann man sowieso jede Frequenz machen innerhalb der 30 Tage nach Kauf. Ja. Dann kommt am 7.3. voraussichtlich, aber es sieht gut aus, die Gate 14 Akasha Chronicles, eine Technik, wie man sich in die Akasha Chronik verbinden kann und dort Informationen rausholen kann. Sehr, sehr spannende Frequenz. Das ist sozusagen das neue Gate. Dann gibt es drei neue wichtige Infos. Ja? Das ist so eines der Hauptgründe, warum ich dieses Video gemacht habe. Erstens mache ich einen Live-Workshop für das Thema Astralreisen, also außerkörperliche Erfahrungen, über Zoom. Ja? Relativ bald. Ich denke mal in den nächsten 1-3 Monaten. Ja? Und das wird auch, das Seminar wird relativ günstig sein. Ich werde versuchen, das irgendwo so um die 100 Euro zu halten. Und man bekommt natürlich auch eine Frequenz dazu, wo man direkt trainieren kann. Also wirklich so ein 1 oder 2 Tage Online-Event, wo ich dir alles über das Thema beibringe, zumindest die Essenzen. Und dann sozusagen, wo du dann trainieren kannst. Und in der Nacht kannst du dann direkt dann üben. Ja? Dann bin ich gerade eben dabei, ein Astralreisen-Frequenz-Bundle zu erstellen. Das wird sehr, sehr intensiv. Das sind ungefähr so 15, 16 Frequenzen. 12 davon sind Techniken, wo jede einzelne Technik eine eigene Induktion hat. Eine davon ist eine Condition, eine ist eine geführte Hypnose und eine ist eine eigene Hypnose-Induktion, wo die ganzen Codewörter für die 12 Frequenzen verankert werden.
Das heißt, du hast dann das perfekte Werkzeug, um zu trainieren. Das heißt, du übst jede Frequenz, jeden Tag eine neue Induktionstechnik und du wirst dann, wenn du alle durch hast, merken, hey, bei der hat es bei mir am besten geklappt und du trainierst dann die nächste Zeit direkt drauf. Ja, und da bin ich gerade dabei, das zu erstellen. Ich bin schon so bei 60-70%, wird nicht mehr lange dauern. Ich denke mal, in den nächsten Wochen wird das Ganze dann live gehen. Und beim Astralreisen Workshop über Zoom wird es so sein, dass ich dort direkt Feedback geben kann. Das heißt, ich gehe auf deine Fragen ein, auf deine Probleme, wo du gerade stehst, wenn du was erlebt hast und so weiter, da wirst du sehr viel Feedback von mir bekommen können. Und dann mache ich noch eine Astralreisen Masterclass, wo ich, die wird ein bisschen teurer sein. Ich weiß noch nicht genau, wie teuer und was genau inkludiert ist, aber so ungefähr kann ich dir schon mal vorab ein paar Sachen geben oder Informationen geben drüber. Das wird eine Class sein, wo wir in der Gruppe einmal pro Woche einen Zoom-Call haben, wo wir gemeinsam ab dem Tag, wo du in die Masterclass kommst, trainieren. Du hast am Anfang ein 1:1 Live-Coaching mit mir und dann bekommst du einen eigenen Videokurs, wo ich dir ganz genau die wichtigsten Sachen erzähle und dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gebe, wie du die ganzen Astralebene, Kausalebenen bis hin zur Seelenebene durchschreiten kannst und trainierst, und ich werde dich dort persönlich begleiten, inklusive einer eigenen Telegram-Gruppe oder WhatsApp-Gruppe, wo wir gemeinsam im Team sozusagen trainieren und ich sag dir, was du heute tun sollst am Abend, und du machst das dann, und am nächsten Tag kannst du mir sofort dein Feedback geben und ich kann dich direkt darauf coachen, was du am nächsten Tag verbessern kannst. Ja. Und sozusagen einmal die Woche diese Zoom-Calls, wo wir gemeinsam uns austauschen, plus einen Intensivkurs, wo ich dir die Deep Insights-Techniken zeige und erzähle. Ja, und ich bin sozusagen dann Teil deiner Begleitung. Das heißt, wenn du sagst, du willst das wirklich lernen, dann bin ich dein Privatcoach und trainiere dich dort. Das machen wir. Dann wird bald der Seelenreisenkurs fertiggestellt. Ich denke mal, in den nächsten paar Wochen ist der auch fertig. Da kommen jetzt 6 neue Frequenzen hinzu. Mehr Videos, Struktur, Leitfaden und Anleitungen werden hinzugefügt. Und die Epsilon-Seelenreisenfrequenzen werden dort auch hochgeladen. Mit denen kann man dann schon, das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit fertiggestellt. Und dann kommt direkt danach dann die restlichen Kurse, die ich dann dort veröffentliche. Ja. So sieht's aus. Das ist so grob das, was in der nächsten Zeit ansteht. Wenn du dazu Fragen hast, stell mir einfach hier unten runter einen Kommentar. Ich kann dann direkt darauf eingehen. Ganz kurz noch, was ist abgedatet worden bei der Morning Night? Und zwar wurde da der Don am Anfang der Morning Night, der Chakra und der Blitzvision verbessert und reduziert auf Basis des Feedbacks. Dann wurde die Frequenz technologisch auf ein neues Level gehoben. Also ich habe da die Technologie nochmal verbessert. Und dann habe ich die auf meinem anderen YouTube-Kanal, auf dem Marco C. Lorenz Bewusstseinscoach-Kanal, habe ich morgen, also lade ich morgen, beziehungsweise am 28., das ist dann morgen, zwei kostenlose geführte Meditationen hoch. Und zwar auf Basis meines Videos, was ich vor kurzem gemacht habe, zum Thema, wie du in sehr kurzer Zeit deine Chakren aktivierst, wo ich diese Visualisierungstechnik mit den Farben vorgestellt habe. Da habe ich dazu separat 2 geführte Meditationen gemacht. Die werden morgen auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen. Und dieselben Versionen werden in der Morning Night hinzugefügt, das nennt sich dann Kickstart-Versionen, wo diese Version einfach als Abwechslung mit rein dienen. Und aber der Unterschied ist zu der YouTube-Version und zu der Online-Version, dass die Online-Version eine andere Technologie eingebaut hat, die noch viel intensiver ist, vor allem die Night-Version. Ja. Gut, dann, eben da ist halt drin bei diesen 2 Versionen, die sind nicht Abkopien von der alten Morning-Night-Version, sondern komplett neu produziert, neue Musik, neue Texte, wo das Dankgebet drin ist, das Lord Maitreya-Gebet. Dann Schutzschild aufgebaut, Verbesserung, Visualisierungsfähigkeit, Chakrenöffnung und so weiter. Also das, was in dem Video vorkam. Dann eine Optimierung, Verbesserung vom Text wurde durchgeführt und eine Optimierung der Musik wurde durchgeführt und eine eigentlich neue, komplette Neugestaltung der Musik. Ja, dann gehe ich kurz auf Gate 3 ein, was in Gate 3 neu ist. Und zwar komplette Neugestaltung der gesamten Frequenz. Also die Gate 3 ist komplett neu gemacht. MDR-Technologie eingebaut, umbenannt von Remember Your Dreams in Master Your Subconsciousness. Das heißt, das Thema Traumaerinnerung rückt in den Hintergrund, wobei in den Vordergrund rückt, dass du lernst,
direkt bewusst in dein Unterbewusstsein zu gehen und dort Erinnerungen abzurufen oder Umprogrammierungen zu machen. Wobei dort auch es gibt drei Schwerpunkte. Auf der einen Seite Traumerinnerung, dann Zugang zum Unterbewusstsein an sich und das dritte ist vergessene Informationen oder Träume mit einem Anker zurückzuholen. Das heißt, wenn dir was nicht einfällt, gibt es die Technik, wo du dir die Augen zumachst, dir vorstellst, du in einen Lichttunnel fliegst und dann klopfst du hier rauf, kannst auch das Codewort Recall verwenden, das dort verankert wird und dann kommt die Erinnerung wieder zurück. Und das habe ich zum Beispiel, als ich das trainiert habe, diese schon länger fertig und ich bin beim EEG-Testen gerade, als ich die trainiert habe, hatte ich dann im Laufe des Tages dachte mir so, ah, was habe ich gestern geträumt, ach, komme ich nicht rein, Augenzug gemacht und sofort, zack, der vollständige Traum inklusive aller Details ist da. Plus ist hier die Alpha-Frequenz mit der neuen Technologie indiziert worden. Das heißt, du wirst wirklich einen drastischen Unterschied merken, wenn du sie so 2-3 Tage hintereinander hörst vom Schlafen gehen, wie du in der Früh aufwachst und du wirst die komplette Erinnerung an den Traum haben. Ab dem dritten Tag wird das dann sehr, 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 sehr intensiv. Das wirst du wirklich merken. Ja, einbau dann das Codewort Recall, dann eine neue Methode wurde entwickelt, daraus die Hypnose entwickelt, neue Hypnose-Text, dann 3D-Hintergrundmusik hinzugefügt und ein neues Studio-Mikrofon verwendet von Neumann. Ja, also das ist so eigentlich komplette Neugestaltung, ja, der Gate 3. Dann springen wir rüber in Gate 4, was wurde da neu gemacht? Die erscheinen beide morgen. Also auch komplette Neugestaltung, Frequenzumstellung auf MDR-Technologie und Umbenennung der Frequenz von Release in Deep Body Scan Meditation. Ja. Release war sehr, sehr unkonkret, Loslösung. Deep Body Scan Meditation ist schon ein bisschen konkreter, weil es geht ja darum, dass du deine Body Scan machst. Einbau des Codewortes Free, goldene Anker-Visualisierung, das Zählen von 1 bis 5 wurde hervorgehoben, komplett ein neuer Hypnose-Text, komplett neue 3D-Gestaltung des Ganzen, Musik wurde neu gemacht, neues Studio-Mikrofon wurde verwendet und die Meditation geht in Richtung, du machst zuerst deine Bodage, also zuerst eine Induktion, Vertiefung und Co., die wesentlich intensiver ist als beim letzten Mal, das dauert ja 45 Minuten, jetzt dauert sie genau eine Stunde. Das heißt, die erste halbe Stunde ist volle Induktion mit Vertiefung und dann ist die erste Viertelstunde danach der komplette Bodyscan, also wo du oberes Theta bis zum mittleren Theta kommst und danach kommt die Ausdehnung, wie du sie schon kennst, wo dann mittleres Theta bis zu Delta-Frequenzen kommt und im Hintergrund läuft aber schon eine eigene Frequenz für außerkörperliche Erfahrungen, wo du wirklich merkst, während wir den Bodyscan machen mit der neuen Technologie, die ich hier eingebaut habe, wie sich dein Bewusstsein loslöst. Und du wirst wirklich merken, während du das hörst, wie auf einmal dein Bewusstsein switcht in den nächsten Körper. Also sehr, sehr interessante Erfahrung. Ja, Deep Bodyscan Meditation. Ja. Ich mache für beide Frequenzen, für G3 und 4, lade ich morgen eigene Videos hoch, plus Nutzungsvideos, sieh sie dir unbedingt an, wo ich dir direkt neue Techniken vermittle, wie du damit am besten arbeitest. Ja, so viel dazu. Ja, auf meinem jetzigen YouTube-Kanal, auf meinem großen YouTube-Kanal, lade ich ja jetzt jede Woche neue Frequenzen hoch, beziehungsweise nicht nur Frequenzen, sondern neue Videos und dort mache ich abwechselnd geführte Meditationen, Frequenzen und Content-Videos wie nach wie vor. Da bin ich sehr froh, dass das jetzt einmal die Woche ist, weil dann habe ich viel mehr Fokus und Zeit, hier auch auf den anderen Kanälen sozusagen regelmäßiger Videos zu machen und auch mehr Frequenzen zu produzieren und vor allem auch, wie man es jetzt sieht, auch abzudaten. Ja. In dem Sinne ist mir eine riesengroße Freude und wenn du sagst, du hast Interesse an diesem Astralreisen-Live-Workshop, das Ganze wird jetzt in Zukunft auf einer komplett neuen Seite sein, und zwar auf der Webseite astralreisen.com. Die werde ich umgestalten, da wird der Kurs nicht mehr drauf sein, sondern da wird ein kompletter Content-Portal zum Thema außerkörperliche Erfahrungen bald produziert sein. Ein Riesenblog, ein Forum, FAQ, also alle Informationen, wenn du sagst, du möchtest außerkörperliche Erfahrungen lernen, werden dann auf astralreisen.com einfach verfügbar sein und du wirst dort das Ganze dann lernen können. Ja, gut, that's it. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, schreib es mir unter dem Video rein. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu diesen ganzen Themen, schreib es mir unter dem Video und ich freue mich dann, dich morgen auf YouTube in meinen anderen Videos zu sehen, wenn ich über das Thema Gate 3 und 4 rede und genau erkläre, was es damit dann auf sich hat. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Video. Ciao.